Manchmal sind es die kleinen Helferlein, die einen Rucksack, eine Tasche nochmal praktischer und einsatzfähiger machen. Wenn du wissen willst, was diese kleinen Helferlein zum Beispiel sein können, ja, dann bleib einfach dran. Hallo, willkommen, das ist der Reini Rostenhorn, Survival Show bei Lebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Diese kleinen Helferlein, die man sich zum Beispiel auf einen Gürtel, auf eine Molleschlaufe oder auf ein Trägerband oder was auch immer drauf poppen kann, das ist meiner Meinung nach sehr interessante und lustige Erfindung, weil du dadurch deine Ausrüstung erweitern kannst. Ich habe die jetzt, mindestens ich halt in meinem Shop, in zwei unterschiedlichen Ausführungen. Ausführung Nummer 1 ist hier mit so einem Karabiner, das heißt, weiß ich nicht, kleine Taschenlampe, Feuerstahl, mir fällt momentan nichts anderes ein, den habe ich auch selber nicht im Einsatz. Aber viele Kunden haben ihn schon erworben und haben mir gedacht, die werden sich sicher was überlegt haben. Den habe ich selber nicht im Einsatz. Es gibt ihn aber trotzdem in meinem Shop in grün und in schwarz. Schau es dir ganz einfach an. Da habe ich jetzt kein Anwendungsgebiet für dich. Aber das hier. Also das finde ich wirklich klasse. Jetzt klagen viele Leute bei mir, dass sie sagen, zum Beispiel bei einem Raidback MK3 von Tasmanian Tiger, wo gebe ich da meine Flasche hin und da brauche ich wieder ein extraes Flaschenbordschau und das ist wieder schwer und ma und wie und was und wo und ich weiß nicht und und wenn du so dieser Gruppe Menschen gehörst, dann ist das hier, so sehe ich das zumindest, eine Lösung, eine wirklich vernünftige Lösung, weil das ist ja, wie du gesehen hast, sehr einfach. Ja? Du nimmst eine Standard-PET-Flasche und das kann auch eine größere sein, da komme ich aber dann noch gleich dazu. Und das passt, weil das ist normiert. Das passt hier genau rundherum. Einklacken, fertig. Und du kannst jetzt hergehen, also das Ganze ist jetzt gesichert mit einem Klett hier, ja, und einem Druckknopf. Und ich popp mir das jetzt mal hier so drauf. Ja, so, zrumpst. So. Und fertig. Und dann kann ich das da so hängen lassen. Ich bringe dich jetzt nach unten, ja, in eine andere Position, damit du dir das anschauen kannst. Schau. Und jetzt habe ich das hier auf der Seite und alles ist gut. Und wenn ich jetzt trinken will, abklacken, trinken und wieder drauf und alles ist gut. So. Das ist natürlich auch, kann ich auch in eine Molleschlaufe reingeben. Ist eh ganz klar, auf irgendwelche Rucksäcke ist alles überhaupt kein Thema. Aber etwas, und es ist auch gut, ich finde wirklich super. PET-Flasche kriegst du ja in jedem Geschäft. Super. So. Aber wenn du gehst, passiert das hier. Ich meine, wenn du einen Limbo tanzt, dann nicht ein Limbo oder weiß auch immer, wenn du herumtanzt, also es pendelt einfach hin und her. So, jetzt gehen wir wieder ins Oberstübchen. Jetzt haben wir genug Reini von unten gesehen. Jetzt gehen wir wieder nach oben. Ich glaube, du weißt schon, was ich meine. Bei einer kleinen 0,5 Liter Flasche ist das überhaupt kein Thema. Da kriegt man das im Griff. Es pendelt halt. Eine große 1,5 Liter Flasche, das geht auch, dass du sie drauf poppst. Aber da ist das mit dem Hin- und Herpendeln schon viel unangenehmer, wie ich meine. Also ich würde empfehlen, also zum Beispiel, wenn du jetzt 1,5 Liter mitnehmen willst, drei kleine Flaschen mitzunehmen und die dreimal anzuhängen als eine große. Das ist zumindest meine Vorgehensweise. Wenn du das anders siehst, schreib mir bitte einen Kommentar. Und das ist halt auch der Nachteil bei diesem kleinen Flaschenhelferlein hier, dass es nicht wie eine Tasche, in der das eingefasst ist und drauf hängt und nicht hin und her pendeln kann und auch nicht sichtbar ist. Das ist einfach anders. Dadurch ist es auch ein anderer Preis und es ist flexibler. Du kannst dir das auch am Gürtel hängen oder eben in die Molleschlaufe rein, wie du magst. Wollte dir ganz einfach vorstellen. Ein sehr, sehr kurzes Video und ich mag dich um was bitten. Schreib du mir bitte einen Kommentar, was du so an kleinen Helferlein zum Befestigen von Ausrüstung an deinen Rucksäcken, Taschen nutzt und welche Firmen das sind, welche Ausrüstungen das sind. Schreib mir das bitte unten alles dazu, das wäre sehr, sehr nett. Ich schaue mir das, ich und der Benny, wir schauen uns das sehr gerne an und überprüfen dann, was wir auch für uns nutzen können und vielleicht auch in einen Shop geben können und vielleicht auch dir dann präsentieren. Also das wäre sehr, sehr nett. Da sage ich herzlichen Dank. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Link zu den Produkten findest du natürlich zu mir unten in den Shop. Wenn du Fragen hast, stell sie. Abo nicht vergessen, Glocke drücken, damit du immer die neuesten Videos kriegst. Da gibt es nämlich gleich ein paar. Schau dir an, was es sonst noch gibt am Kanal. Danke und bis bald. Ciao.